Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Und ich nenne das mal Ausfahrt TV. Schmutzig, schnell, aber direkt von der IAA. Wir versorgen euch hier mit ein paar Messeneuheiten. Die meisten Sachen kennt ihr schon. Ich hatte mich hier heute für den Vorabend von Mercedes-Benz auf die Themen S-Klasse Cabrio, C-Coupé und das Facelift der A-Klasse vorbereitet, wie natürlich auch auf den offenen Smart, den 4.2, den es jetzt auch als Cabrio gibt. Was macht Mercedes? Gar nichts zeigen die hier, aber sie haben ein kleines Bonbon mitgebracht, das Showcar da unten. Das heißt nicht irgendwie, das heißt Konzept IAA, hat aber überhaupt nichts mit der internationalen Automobilausstellung zu tun, sondern steht für intelligentes, aerodynamisches Automobil. Und dahinter mir steht da, ich kann jetzt warten, bis alle Leute weg sind, das dauert mir zu lange, ich habe ja keine Zeit. Wir zeigen euch Bilder, die der Tobi dreht, während ich schon an der Bar hänge. Tobi, schwenk einmal auf die Bar bitte. Das ist nämlich das harte Leben hier. Jetzt Tobi wieder bitte auf mich, vielen Dank. Also, das ist das Konzept IAA, ein Konzeptauto. Und zwar eigentlich ein ganz schickes, apropos schick, zwei Modi hat der Wagen. Einmal den Schick-Modus, den Design-Modus und dann noch den Aerodynamik-Modus. Damit ergeben sich bei dem Fahrzeug zwei CW-Werte. Im Aerodynamik-Modus hat er einen CW-Wert von, haltet euch fest, 0,19. Und das ist natürlich wieder rekordverdächtig. Allerdings ist es ja eine Studie und kein Serienfahrzeug, wollen wir nicht vergessen. Was mich so ein bisschen stört an dem Ding, wie kommt er denn vom Design-Modus jetzt in den Aerodynamik-Modus? Da wird der Hintern rausgefahren. Der Wagen ist aber auch so schon kein Kleinwagen. 5 Meter Länge hat er jetzt schon. Könnt ihr mal die Musik leiser stellen, geht nicht leihen. 5 Meter Länge hat er jetzt schon. Und wenn er in den Aerodynamik-Modus kommt, kommt das Heck nochmal 40 cm raus. Mercedes hat sich hier für ein Plug-in-Hybrid als Antrieb entschieden, das auch mit Grund, weil sie setzen zukünftig immer stärker auf Plug-in-Hybride, weil es ihrer Meinung nach im Moment für all uns Leute, also für ihre Kunden, mich vor allen Dingen, die richtige Variante, die richtige Lösung ist. Das ist im Moment laut Mercedes State of the Art, da kann man Sprit sparen, aber man kann es auch noch verkaufen und man kann die Autos auch noch bewegen. Der Plug-in-Hybrid hat eine Systemleistung, so wie er hier steht, auch wenn er nie gebaut wird, von 279 PS und soll eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h erreichen. Neben mir steht jetzt Björn Habiger, das ist der Autor und Verleger und Mogul von meinautoblog.de mit Bindestrichen, also das DE nicht. Und ich frage jetzt hier den richtigen Experten, ich bin ja eher so der Lifestyler unter den Auto-Onlinern. Björn, was sagst du denn zu diesem Konzept? Es ist ziemlich viel Auto drin zu sehen, was ich schon mal irgendwo gesehen habe. Ich finde es so ein bisschen F-Type, ein bisschen A7, aber ich finde die technische Idee dahin dran gut. Zu sagen, man baut ein Auto mit einer variablen Aerodynamik, ist ja nicht falsch. Das haben wir ja heute schon. Wir haben verschließbare Kühlergrill-Lamellen und so weiter. Das, was die machen, ist natürlich so ein ganzen Schritt weiter zu gehen, zu sagen, wir verlängern das Auto, wir verlängern die Form, wir verlängern die Kesselung von den Felgen, die Einbresstiefe. Das ist eine ziemlich coole Idee und ich finde es interessant, wie man, wenn man den anschaut und den F015 anschaut, dieses Forschungsfahrzeug von LA dieses Jahr, glaube ich, dass du einfach so einen Entwicklungsschritt in dem Design siehst. Also du siehst, wo der Designer hingehen will. Dieser F015, der hat uns völlig überfordert. Der sieht aus wie so eine Blechwurst. Und hier streckt er das Ganze, gibt ein bisschen mehr Backen rein, das Auto bekommt eine Taille, das Auto bekommt eine Form. Also wir werden da mit Sicherheit in der Zukunft Autos sehen, so vielleicht ein folgender SL oder so, der so Designelemente davon aufgreift. Und also nur zwei Sachen, auch für dich. Der Designer, der Lead-Designer von diesem Auto, hat meines Erachtens war nicht Lead-Designer beim F015, sondern beim Vision GT, genau. Okay. Was wir ja damals in, Ja, das Showcar. Aber jetzt, wo du sagst, dann macht das natürlich noch mehr Sinn, weil dann die breiten Backen rauskommen. Da das wird ist halt der Vision raus, genau. Ja, genau. Und gibst du mir recht, also ich sehe da AMG GT Viertürer von außen und innen neue E-Klasse, oder? Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte das Thema nicht sagen. Du liegst da total richtig in meinen Augen. Meinem Kenntnisstand nach ist ein Viertürer nicht committed. Ist nicht, gibt's noch nicht, gibt keine Entscheidung intern. Aber ich würde da einen AMG GT sehen mit 4 Türen.
einen Mitbewerber zum Panamera, ganz klar. Danke, Björn. Jetzt habe ich hier gleich schon den nächsten Experten an der Hand. Es geht heute schnell und schmutzig, habe ich euch gesagt. Das ist, kennt ihr ihn? Nee. Naja, dann lassen wir ihn weg. Nein, das ist der Jens, der wisst ihr doch. Jens, sag mal, winke, winke. Jens hat heute eine Sprecherrolle. Hier habe ich ihm ad hoc verpasst. Jens, was sagst du zu dem neuen Konzept? Meiner Meinung nach, und die Messe fängt ja jetzt morgen richtig an, ist jetzt schon das Konzeptauto der Messe. Ich persönlich freue mich ja eigentlich noch viel mehr auf das C-Klasse Coupé als AMG, was wir uns morgen angucken können. Aber gut, das war's. Ich freue mich übrigens, Jens, nochmal. Jens und ich, wir sind immer noch so. Ja, auch wenn das Ding. Er sagte ja gerade, das C-Klasse Coupé, das ist ja gar kein Konzept, das ist ja ein Serienfahrzeug. Das ist ja ein Konzept und zeigt euch quasi die Zukunft der Automobilität. Und ich gebe zurück zu Jan und er hat vollkommen recht, wir sind immer noch. Ich wollte eigentlich nur sagen, Jens seht ihr bei Voice Over Cars, voiceovercars.com beziehungsweise auch bei YouTube. So Kinder, ihr kennt ja Ausfahrt TV, sieht normalerweise so aus. Ich sabbel die ganze Zeit und sabbel und sabbel und sabbel. Machen wir jetzt nicht, ich will nämlich hinten an die Bar und wir zeigen euch jetzt nochmal ein paar Impressionen und da bin ich raus hier. Ich sag's ja, schnell und schmutzig. Wir wollen ins Bett. Vorher schneiden wir das und laden es hoch für euch. Und als kleiner Ausblick, das sind die beiden Schönheiten, die wir euch morgen hier zeigen wollen. Wir werden morgen von Stand zu Stand tingeln, das Ganze aber so ein bisschen gruppieren, nicht bei jedem Hersteller vorbeigucken und hoffen, dass wir euch morgen Abend noch eine ganze Menge mehr dieser kurzen Clips von der IAA quasi halb live bringen können. Ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr Fragen habt, wie immer unten in die Kommentare und wir freuen uns über euer Like. Bis dann, euer Jan. Ich so sexy bin, wahnsinnig sexy bin, sind alle, nee, ist okay. Fertig? Rock'n'Roll. Ich wollte nur mal zeigen, wie bekannt ich hier bin. Das hier ist der Lead-Designer vom Konzept IAA, das ist Basti Baudi. Der hat das Ding gemacht, im Prinzip. Und ich kenne den, du kennst mich doch, ja, oder? Ja, und großer Freund von Autogeil. Läuft.